Also heute hat sich die Gelegenheit für uns geboten, mal Banane zu fahren. Das kommt daher, mein Bruder ist im Segelverein und da haben die so eine große aufblasbare Banane, die hinter so einem Boot herfährt. Kennt ihr bestimmt aus dem Urlaub. Und da haben wir einfach mal die Chance genutzt und haben gesagt, ja, probieren wir es einfach mal aus. Zuerst werdet ihr mich sehen, aber nicht jetzt, weil der Esel zuerst kommt, sondern weil Bibi nicht wollte. Nee, ich wollte die ganze Zeit nicht Banane fahren. Mein Mann hat mich Wochen genervt. Aber sie hat dann einfach Angst gehabt. Ich hatte keine Angst. Aber lasst euch überraschen, ob das dann vielleicht doch noch irgendwie geklappt hat. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß, guckt euch das mal an, vielleicht gefällt es euch. Oder auch nicht, aber ich denke mal schon. Hallo, hier sind Bibi und Bibi. Heute machen wir einen Ausflug und Bibi fährt halt Banane. Ich nicht, ich filme lieber. Alles, was wir dazu brauchen, ist hier. Haben wir ein schönes Boot genommen. Und jetzt holen wir uns gleich noch eine Banane ran und dann geht's los. Ich hol mal meine Sonnenbrille auf, weil die Sonne auf Wasser schon echt extrem ist. Weil Bibi immer meckert, dass die Sonnenbrille aufmachen soll, aber auf Wasser, nö. So, und guck mal, da hinten hängt schon was dran. Eine Banane. Sagen, Baby? Thank you.
So, jetzt habt ihr gerade gesehen, wie Baby auf der Banane sitzt, ja? Und ich habe mich dann mit Ach und Krach doch überreden lassen, mich auf diese Banane zu setzen. Ja, das hat geklappt. Yeah. Aber das seht ihr dann im zweiten Teil. Ja. Das wird dann. Wir hoffen, das gefällt euch dann genauso. Ja. Ich habe mein Bestes gegeben.